Die Fed wird auf keinen Fall mehr die Zinsen anheben, so der Tenor in der letzten Woche, auch gestern noch, aber jetzt kommt plötzlich der Zweifel auf, vielleicht sind wir da doch ein bisschen weit gegangen in unserer Interpretation der Aussagen von Jerome Powell, die das faktisch überhaupt nicht hergeben. Es war mehr so ein gefühltes, dovisches Sentiment, das vielleicht aus dieser Rede ableitbar war, weil Powell gesagt hat, naja, wir gucken uns schon sehr genau an mit den Bankeinlagen. Das haben wir schon auf dem Zeiger, also respektive der Flucht der Investoren aus diesen Bankeinlagen rein in Geldmarktfonds. Aber ansonsten hat er gesagt, schauen wir mal, ob wir die Zinsen weiter anheben. Wird von den Daten abhängig sein. Zinsen werden länger hoch bleiben. Die Märkte haben gehört, siehst du, er hat gesagt, die Fed wird die Zinsen nicht mehr anheben. Klassisches Mismatch. Und jetzt sehen wir dann plötzlich Schlagzeilen wie diese hier auf Bloomberg. Stocks fall, damit sind asiatische Aktien gemeint, with doubts over Fed pause, also mit dem Zweifel über eine Pause bei den Zinsen durch die US-Notenbank Fed. Und man sagt sich seitens der Märkte, naja, wir haben ja schon gesehen, dass die Financial Conditions sich sehr deutlich gelockert haben. Und das kann und wird der Fed nicht gefallen. Und siehe da, Auftritt Neil Kashkari, einst die größte Taube in der Fed, jetzt der größte Falke in der Fed, also derjenige, der sehr vorsichtig ist, immer in Sachen, wir sollten nachlassen bei unserer Straffung der Geldpolitik, der hat gesagt, naja, noch viel zu früh, um jetzt schon wirklich zu erklären, dass der Kampf gegen die Inflation gewonnen sei. Wir werden darauf reagieren, wie die Daten reinkommen. Nicht viel anders als das, was Powell gesagt hat, aber die Märkte haben sich halt ziemlich eingeschossen auf das, was sie hören wollten und nicht das, was faktisch gesagt wurde. Also sehen wir asiatische Märkte, Nikkei zum Beispiel, die ja eine massive Rallye absolviert hatten, jetzt mit den Verlusten. Und hier der Formationstrader, Herr Schnari, hat es, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht, hatte ich gestern schon gezeigt, aber ist essentiell. Was ist, wenn die Anleiherenditen zurückgehen? Was ist, wenn die Aktienmärkte steigen? All das ist eine Lockerung der Financial Conditions. Hier sieht man es unten. Die haben sich deutlich gelockert. Bill Dudley, ehemaliger Chef der New Yorker Fed, hat gesagt, das ist vielleicht nicht so schlau, jetzt mit Aussagen daherzukommen, die zumindest so interpretierbar sind oder so interpretiert werden durch die Märkte, dass dann die Finanzkonditionen sich so stark lockern, doch besser überhaupt keine Angriffsfläche geben. Powell hat diese Angriffsfläche gegeben, aber die Märkte, wie gesagt, sind sehr, sehr weit gegangen in ihrer Interpretation. Wir haben also gesehen, dass dann in der letzten Woche die Renditen deutlich zurückgegangen sind, gestern allerdings wieder ziemlich deutlich gestiegen sind. Und so ist jetzt praktisch die Frage, kommen jetzt die Märkte, vor allem der Nasdaq hier, wieder den Renditen entgegen? Die sind gestern gefallen oder gestern gestiegen wieder, steigen heute weiter. Zehnjährige zuletzt bei 4,66%, wir waren schon knapp unter 4,50%. Und es gibt eben diese ganz enge Korrelation, die wir eben oben im Chart sehen, zwischen eben der Aktienmärkte und den Renditen. Es ist immer jetzt um der Rendite. Und hier sehen wir mal, was da wirklich eine Kaskade an Fed-Speakern jetzt auf dem Plan steht. Barr, Jeffrey, Waller, Williams, Logan, heute Morgen der Jerome himself wird da sprechen, allerdings nicht ganz klar, ob er da auch zur Geldpolitik was sagen wird. Jerome dann auch nochmal am Donnerstag und dann am Freitag nochmal Logan Bostic. Also ich glaube 12 Fed-Speaker stehen jetzt auf der Agenda in dieser Woche, including Jerome Powell. Und klar, wenn ich die Fed wäre, würde ich auch sagen, so richtig schmeckt mir das nicht, wenn die Financial Conditions sich so wieder lockern. Dann habe ich vielleicht bald wieder dasselbe Problem mit der Inflation. Hier gucken wir mal die Dinge gestern an. Ziemlich viel rot, aber einiges grün. Und dieses einige ist wieder Big Tech gewesen. Vor allem Apple nach dem miserablen Ausblick deutlich im Plus. Mein Gott, die Apple-Jünger. Wer solche Gläubigen hat, der braucht sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Sie glauben an das ewige, die ewige Stagnation, aber pushen den Kurs trotzdem nach oben. Wir sehen hier moderate Gewinne gestern. Nur der Russell 2000 deutlicher im Minus, also die Nebenwerte, die zuletzt sehr stark performt hatten. Aber vor allem Big Tech war es wieder, was gestern gezogen hat. Der Nasdaq jetzt übrigens 18 Montage in Folge
Positiv, das ist wirklich krass, aber schauen wir uns mal hier beim Nasdaq die Dinge an, dann sehen wir 62% der Aktien sind gefallen, nur 35% sind gestiegen und das, obwohl der Index positiv war bei 76,52 Wochentiefs, nur 25 neue 52 Wochen Hochs, also wieder ziemlich miese Marktbreite, das was letzte Woche anders war. Da ist ja vor allem das gestiegen, was stark verprügelt wurde. Russell 2000, der stärkste Index, der ja bis dato negativ war, sogar in diesem war. Ja, aber schauen wir selbst mal hier Nasdaq an, also Technologie, Triple Q, das Nasdaq ETF. Hier sehen wir, dass die Anzahl der Aktien, die über dem 200-Tages-Durchschnitt handeln, wieder gefallen ist, obwohl der Index gestern positiv war. Und hier sehen wir mal den Bullenmarkt des Jahres 2023. Hier sehen wir praktisch neue Hochs, neue Tiefs. Schwarz ist neue Hochs, also gibt es mehr neue Hochs als neue Tiefs. Rot ist, gibt mehr neue Tiefs. Und wir sehen, was hier ziemlich klar dominiert für die allermeisten Aktien, ist das überhaupt kein Bullenmarkt, sondern es ist ein Bullenmarkt der großen Tech-Aktien gewesen. Hier sehen wir den Nasdaq 100 mal jetzt an dieser Abwärtstrendlinie, die wir seit dem Hoch Ende August gebildet haben und auch beim S&P 500 nur 40% der Aktien über ihrer 200-Tages-Linie, obwohl der Index inzwischen deutlich über der 200-Tages-Linie handelt. Also der Index steht besser da als die einzelnen Aktien und insgesamt sehen wir das, was da letzte Woche passiert ist. Das gab es 7 oder 8 Mal in den letzten Jahren, nämlich einen solchen starken Zugewinn. Das ist nicht immer ein Ausweis eines Bullenmarktes. Bullenmärkte sind in der Regel langsam, konstant, nach oben gehend, ohne Zweifel an sich selbst. Hurra, es ist alles schick, wir leben in der besten aller Welten, aber euphorisch sind wir jetzt auch nicht, weil wir sind so gelangweilt von den Kursanstiegen, dass wir praktisch da überhaupt keine Eile haben. Die Bärenmärkte sind es, die die größten Rallyes produzieren. Dementsprechend bin ich noch lange nicht davon überzeugt, dass wir aus diesem Bärenmarkt raus sind. Wir haben ja diesen Zyklus immer wieder. Die Fed lockert die Geldpolitik so stark, bis dann massive Blasen entstehen. Diesmal natürlich durch die Corona-Zinsen null, massiv Liquidität ins System geschüttet. Dann strafft sie die Geldpolitik so lange, bis dann irgendeine Blase platzt. Und welche Blase genau es diesmal sein wird, ist die Frage. Die Bankenblase ist schon ein bisschen geplatzt, respektive eben die Regionalbanken hat es da erwischt. Wir sehen jetzt aber auch, dass die Arbeitslosigkeit ansteigt. Wenn die Arbeitslosigkeit um 15% von Jahr zu Jahr ansteigt, also die Arbeitslosenquote von 15% ansteigt, dann also nicht von 0 auf 15%, sondern was weiß ich, von 3,1 auf 3,9%, das ist schon ein sehr, sehr guter Schnaps, dann ist eigentlich die Rezession schon am Start, ist diesmal wohl auch so. Wir sehen etwa, dass jetzt die Commercial Bank Credit, also das, was von Banken praktisch an Krediten vergeben hat, ist mehr als 2% gefallen. Gab es bisher nur zweimal auf dem Peak der Dotcom-Blase und nach der globalen Finanzkrise. Jetzt sagt Guggenheim, also die Fed wird die Zinsen unter 3% senken müssen wegen einer kommenden Rezession. Wir haben jetzt den sogenannten Senior Loan Officer Survey gesehen. Also die Umfrage unter Banken, Kreditvergebern, wenn man so will. Ja, wie schaut es denn aus? Haben sich die Kreditkonditionen gestrafft? Und hier sehen wir eine Lockerung ein Stück weit, nachdem die Kreditvergabe, ja die Kriterien für die Kreditvergabe immer strenger geworden sind. So ist jetzt der Anteil derjenigen rückläufig etwa, die sagen, dass wir die Standards verschärft haben für eine Kreditvergabe. Auch die permanent rückläufig Kreditnachfrage selber hat sich wieder ein bisschen weniger oder ist nicht mehr im freien Fall, sondern hat eine leichte Erholung gezeigt. Zu spät wohl für WeWork, jenes Unternehmen, das vor nicht allzu langer Zeit noch 47 Milliarden Dollar wert war. Die haben jetzt Gläubigerschutz nach Chapter 11 angemeldet. Die Aktie jetzt bei gut einem Dollar. Also das war es. Das könnte interessant werden dann noch für den Büroimmobilienmarkt in den USA, da ja ohnehin schon Druck. Jetzt hat WeWork natürlich eine super Verhandlungsbasis. Kann sagen, also na, wir sind platt, ihr müsst uns extrem entgegenkommen, was die Kosten betrifft, sonst können wir nimmer.
dann sind wir hier raus und du versuch mal einen neuen Nachmieter zu finden für deine Büroimmobilien, die du hast. Also das könnte eine ganz interessante Geschichte werden. Kommen wir zur Geopolitik. Netanyahu in einem Interview, der jetzt überraschenderweise gesagt hat, dass Israel wohl ein auf unbestimmte Zeit Gaza besetzen wird, also verwalten wird. Man ist wohl zu der Erkenntnis gelangt bei den Israelis, dass du nicht umhin kommst, wenn du verhindern willst, dass da nochmal so etwas passiert, wirklich die Kontrolle über Gaza zu haben. Das wird allerdings in der islamischen Welt nicht gerade auf Begeisterung stoßen, kann man sich hier vorstellen. Bin mal gespannt, wie darauf die arabischen Nationen dann reagieren. Wir haben, wenn wir jetzt mal nach Australien gehen, eine Zinsanhebung gesehen. Ja, das gibt es noch. Hier die Zinsen der australischen Notenbank jetzt gestiegen, glaube ich, auf ein Viertel, 4,25%. Dort auch in Down Under die Inflation relativ hoch, höher als in den USA. Und wir haben neue frische Zahlen von die China. Hier sehen wir zwar bessere Importe, die überraschend gestiegen sind, aber miserable Exporte, -6,4%, alles in Dollar gerechnet, statt -3,3%. Naja, nicht gerade wirklich etwas, wo man sagt, hurra, die Chinesen, die schwimmen auf einer ökonomischen Siegeswelle. Das gilt auch für uns nicht, also wir Deutsche. Wir hätten auch Problemchen gehabt, und zwar hätten wir da eine Industrieproduktion mit -1,4% zum Vormonat, eigentlich mehr oder weniger unverändert erwartet, zum Vorjahresmonat -3,7%. Und wir sehen, wie Diego Fasnacht hier zeigt oder Michael Arouet, dass die Kurzarbeiter die ersten sind, die hier in den sauren Apfel beißen. Wenn Kurzarbeit abgebaut wird oder eben Leiharbeit abgebaut wird, dann sehen wir, dass die Rezession kommt, dann werden die Unternehmen vorsichtiger. Wie geht es jetzt weiter? Ist die Rallye an den Aktienmärkten nachhaltig oder steht sie auf dem Prüfstand? Wie hier ein Bloomberg-Artikel von uns aufbereitet, der argumentiert, erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, ja, die Saudis und die Russen, die haben gesagt, wir machen weiter mit knallharter Ölpolitik, werden also Produktionskürzungen bis in den Dezember hinein belassen. Aber wir sehen in Saudi-Arabien das BIP -5%. Das ist schon heftig. Und das hängt damit zusammen, dass eben Saudi-Arabien weniger Öl verkauft. Jetzt sind wir beim WTI-Ölpreis an der 80er-Marke. Ganz, ganz wichtig. Aber Saudi-Arabien braucht eigentlich einen höheren Ölpreis. Wie geht es da weiter? Das ist eine geopolitisch hochspannende Situation. Also zwei Artikel Aktienmärkte und hier Saudi-Arabien und Öl. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.